Meine Damen und Herren, darf ich ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Heimspiels gegen Schwarz-Weiß Essen hier begrüßen. Das Spiel endete vor 1726 Besuchern 1:0. Bevor wir zu den Stimmen der beiden Trainer kommen, die heute hier aufeinander getroffen sind, zunächst noch die Endergebnisse von den anderen Plätzen. Der erste FC Mönchengladbach unterliegt dem Wuppertaler SV kurz vor Schluss 0:2. Germania Ratingen gewinnt gegen den MSV Duisburg 2:3. Der SC Düsseldorf-West und der SC Kapellen-Erf trennen sich 0:0. Die Spielvereinigung Schonnebeck gewinnt gegen die U23 von Rot-Weiß Oberhausen 4:1. Hönnebüller Mounter unterliegt dem VfL Fischeln 0:3. Der TSV Meerbusch gewinnt gegen den TV Jan Riesfeld 4:1. Und Turo Düsseldorf gewinnt gegen den 1. FC Bocholt 2:0. Das letzte Spiel noch VfB Hilden gegen den TV Kalkum Wittler 2:2. Jetzt zu den Trainern, die heute hier mit ihrer Mannschaft aufeinander getroffen sind. Ich darf begrüßen zu meiner linken Gästetrainer Toni Molina und zu meiner rechten KFC-Trainer Michael Boris. Wir beginnen mit unserem Gast. Das ist heute, wie gesagt, Schwarz-Weiß Essen und damit Trainer Toni Molina. Ich darf Sie mit Ihrem heutigen Kommentar zum Spiel. Ja, bis auf das Ergebnis bin ich eigentlich recht zufrieden. Wir haben in der ersten Halbzeit insbesondere, glaube ich, praktisch gutes Spiel abgeliefert hier in Übrigen. Wir haben wenig zugelassen, bis auf das Tor. Kann ich mich nicht an viele Situationen erinnern. Das heißt, dass wir sehr, sehr gut gemacht haben. Bin auch sehr, sehr glücklich darüber, dass wir gut gestanden haben. In der zweiten Halbzeit ist es natürlich so, war mir auch klar, auch mit dem 0-1 im Rücken, dass Hürden da auch mehr Räume kriegt. Trotz allem haben wir da eigentlich auch besser Fußball gespielt als in der ersten Halbzeit. Und unabhängig jetzt davon, wenn ich auf den Gegner gucke, dass er natürlich auch hier und da mal liegen lassen, dann gucke ich auf meine Mannschaft. Wir hatten auch mal hier und da eine Möglichkeit und aus kämpferischer Sicht, glaube ich, hätten wir uns heute einfach mal belohnen müssen. 1-1 hätte uns natürlich sehr, sehr gut getan. Nichtsdestotrotz, wenn wir natürlich, ja, Tabelle gucken wir uns jetzt erstmal nicht an, interessiert mich nicht. Wir werden jetzt weitermachen. Ich denke, dass heute ein guter Ansatz ist und da auch mal aufbauen. Danke. Vielen Dank, Toni Molina. Dann darf ich jetzt KFC-Trainer Michael Boris in seinen Kommentar reden. Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich denke, das zweite Heimspiel sitzt noch ein bisschen glücklicher als letzte Woche hier beim 0-0 gegen Schonnebeck. Ja, erste Halbzeit habe ich ähnlich gesehen. Wir sind gut über die Flügel nach vorne gekommen, haben den letzten Pass. Fehlte dann, haben wir erst Mohi Drissou nicht getroffen, beziehungsweise sind nicht so richtig gut in die Räume gegangen bei dem 1-0. Denke ich, konnte man sehen, Flanke von außen und was eine Qualität Mohi Drissou vorne für uns einfach bringt. Ja, was mein Trainerkollege gesagt hat, so habe ich dann auch die erste Halbzeit gesehen. Wir sind zweite Halbzeit, denke ich, sehr, sehr gut rausgekommen, haben wieder durch Mo die Geschichte, wo man dann das 2-0 machen kann. Amad Trevina, denke ich, muss das 2-0 machen, als er das Tor schießt. Und kurz vor Schluss, ob jetzt abseits oder nicht abseits war, war der Ball Gott sei Dank wieder im Tor. Was wir immer wissen müssen, solange der Gegner da nicht oder solange der Wille nicht gebrochen ist, das konnte man mit in Oberhausen sehen, als wir vorher den Abschluss gemacht haben, ist das ganz, ganz schwierig, weil Schwarz-Weiß Essen immer wieder gehofft hat, dass sie dieser abgefälschte Schuss, den Daniel Schwabke dann sehr gut gehalten hat, dass sie halt immer wieder zurückkommen. Und das muss unsere Aufgabe sein. Und ich glaube, das haben sie auch gesehen, dass wir das zweite Tor gespielt haben, weil dann haben wir nämlich eher Ruhe bei diesen tropischen Temperaturen. Das ist uns nicht geglückt. Auf einmal spielt Schwarz-Weiß Essen mit 3 Offensiven. Auf einmal ziehen sie noch einen offensiven Mittelfeldspieler dahinter. Und ja, da muss man einfach aufpassen, dass man da nicht so einen Konter fängt. Unterm Strich, glaube ich, Chancen plus wir haben ja, viel mit Ball gearbeitet. Ich bin durch die englische Woche natürlich 7 Punkte sehr zufrieden. Wir haben jetzt 2 Tage frei und werden uns dann ab Mittwoch auf das große Spiel oder das erste große Spiel im Wuppertal von einer sehr, sehr guten Kulisse, ich hoffe, mit sehr vielen KFC-Fans vorbereiten. Und dann ja, würde es mich nicht stören, wenn wir ein drittes Ergebnis in so einer Art und Weise einfahren werden, und zwar miteinander. Dankeschön. Vielen Dank, Michael Boris. Ja, tropische Temperaturen, der Boris hat es gerade angesprochen. Gibt es Fragen von der Presse trotzdem? Scheint nicht der Fall zu sein, dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Unserem Gast aus Essen natürlich alles Gute für die weitere Spielzeit. Würde mich freuen, wie Michael Boris gerade schon gesagt hat, wenn möglichst viele unseren KFC in Wuppertal unterstützen. Ansonsten sehen wir uns heute in 14 Tagen wieder hier zu Gast, dann der SC Kapellen-Erf. Anschluss schon um 14 Uhr, also eine Stunde früher aufstehen. Bis dahin, tschüss, hier euer KFC-Jüdiger.